Auf uns! Auf das Ende unserer Ehe. Was? Keine Sorge, ich erklär's dir. Ich hab dich betrogen. Was? Mit wem? Mit einem vielversprechenderen Mann. Nein, das kann nicht wahr sein. Wir haben eine perfekte Ehe. Das glaubst du wirklich, oder? Okay, Liebling, bitte sei nicht böse. Wenn du mein Geschenk siehst, dann wirst du alles verstehen. Tut mir leid, Sir. Schon okay. Da ist er ja. Hey, Süße. Ha. Edward Coleman mit K. Freut mich, Sir. Aber Finger weg von meiner Ehefrau! Bald deine Ex-Frau. Komm, Schatz, mach keinen Aufstand. Lass uns schnell alles Nötige klären und dann getrennte Wege gehen. Wie normale Leute. Schau, hier sind die Scheidungspapiere. Ich verlange 50%. Was redest du denn da? Das ist absurd! Entspann dich, Mann. Bleib locker. Veränderung gehört zum Leben. Deinem, meinem, ganz egal. Nein, nein, nein. Das ist alles nicht wahr. Es kann nicht sein. Hey, Liebling. Ist alles okay? Hattest du einen Albtraum? Ein Albtraum? Mein Leben ist ein Albtraum. Du hast mich betrogen. Ich habe was? Du bist noch verschlafen. Du hast mich gestern beim Essen verlassen. Und du hast mich mit diesem zwielichtigen Typen betrogen. Hey, Liebling, beruhig dich. Zieh mich mal an. Gestern Abend war unser Jubiläum. Du hast mir Schmuck geschenkt und ich dir eine Krawatte. Wir sind nach Hause gegangen. Ich hab noch gelesen und dann sind wir ins Bett gegangen. Und was ist mit deinem Liebhaber und der Scheidung? Es gibt weder einen Liebhaber noch eine Scheidung. Und wenn irgendwas passiert ist, war das nur in deinem Kopf. Ja, du hast wohl recht. Ich habe in letzter Zeit viel Stress bei der Arbeit gehabt. Ich gehe kurz ins Bad, bin gleich zurück. Ich wette, Sie fragen sich, wieso ich Sie aus dem Büro hierher bestellt habe. Nun, ja, Sir, ja. Eine Beförderung? Nicht ganz. Aber dennoch habe ich eine Überraschung für Sie. Oh, eine Überraschung. Ja, das ist Ihr neuer Assistent und Projektpartner. Schon okay. Edward Coleman, mit K. Freut mich, Sir. Wir haben uns schon mal getroffen, oder nicht? Ich glaube nicht. Ich habe ein fotografisches Gedächtnis, mein Lieber. Ich vergesse nie ein Gesicht. Sind Sie oft in diesem Restaurant? Nein. Ich bin zum ersten Mal hier. Waren Sie nicht vielleicht gestern hier? Was ist das, ein Verhör? Ich dachte, wir wollten über die Arbeit reden. Genau, die Arbeit. Ich möchte, dass Sie beide zusammenarbeiten. Aber warum? Ich krieg das hin. Da bin ich sicher. Aber wir haben ein enges Zeitfenster. Und dieser Kunde ist sehr wichtig. Also, wenn Sie beide, nun, das hinbekommen, beeindruckt das definitiv den Vorstand. Das ist eine große Ehre, Sir. Stört es Sie, wenn ich den finanziellen und statistischen Part übernehme? Natürlich stört mich das! Dieser Part ist bereits fertig! Was soll das hier alles? Wow, 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 Mann! Ganz ruhig! Kein Grund, so aggressiv zu sein. Veränderung gehört zum Leben. Ihrem, meinem, ganz egal. Deinem, meinem, ganz egal. Also, besprechen wir mal die Einzelheiten. Ja. Hier sind sie. Und? Und du hast sie heute zum Essen eingeladen? Selbstverständlich nicht. Es war dieser Assistent. Er schlug vor, dass wir uns treffen und hat dann alle zu mir eingeladen. Was glaubt er, wer er ist? Hey, sei nicht nervös. Entspann dich. Du schaffst das. Hm.
Der schmeckt komisch. Was für ein Wein ist das? Hey, Liebling, ich habe ein Geschenk für dich. Augen zu. Ich habe dir was Passendes zur neuen Krawatte gekauft. Tada! Ein Anzug. Schatz, ich habe so viele Anzüge. Wozu brauche ich noch einen? Soll ich dich etwa in deinem alten Anzug begraben? Was sollen die Leute denken? Was hast du gesagt? Dieser Anzug ist für deine Beerdigung, Schatz. Jetzt hast du das ganze Outfit. Wovon redest du da? Ich sag's ganz direkt. Dir bleibt nicht mehr viel Zeit. Du wirst so gut aussehen in diesem Anzug. In deinem Sarg. Die Gäste sind hier. Hier, nimm ihn. Zieh dich um. Was ist passiert? Du hast etwas von einem Anzug gerufen und vom Sterben und ich hatte wirklich Angst. Und dann hast du dein Bewusstsein verloren. Und erinnerst du dich denn nicht? Du hast wieder diese Gedächtnislücken. Ist das schon mal passiert? Ja, er ist nicht ganz er selbst zurzeit. Und er hat gesagt, dass er viel bei der Arbeit zu tun hat. Oh, Jay. Ich hatte befürchtet, dass das zu viel für sie ist. Darum hatte ich beschlossen, ihnen etwas Hilfe anzubieten. Aber jetzt bin ich sicher, ich sollte sie von dem Projekt abziehen. Nein, sie das sie ist nicht brauchen notwendig. Sich wirklich keine Sorgen zu machen. Machen Sie eine Pause und sammeln Sie sich in aller Ruhe. Sir. Das ist keine Bitte. Ihr Projekt ist in guten Händen, Sir. Gehen. Sie werden dort für ein paar Monate bleiben. Die Ärzte sind alle Profis. Sie werden gut versorgt. Es gibt einen Tennisplatz. Sir, Sie werden es nicht bereuen. Es ist fast wie ein Urlaub. Wow. Ja. Okay, danke. Also, ich möchte Edward gratulieren zu seinem neuen Projekt und der Position in unserer Firma. Prost! Prost! Danke, Chef. Ich werde Sie nicht enttäuschen. Nur einen Moment. Okay. Komischer Geschmack. Was für ein Wein ist das? Was für ein Wein ist das? Nicht trinken! Er ist vergiftet. Was? Was soll das? Wovon redet sie da? Ich erkläre Ihnen alles, Sir. Das ist meine zukünftige Ex-Frau. Die versucht hat, alle zu überzeugen, dass ich verrückt bin. Das ist ihr Liebhaber, der mich um einen Job bringen will. Und das ist der Beweis, welcher direkt zur forensischen Untersuchung geht. Gib es her! Sie gehören mir! Gib her! Nein! Oh, Jay, es tut mir leid. Oh, Sir. Der Wein ist okay. Wirklich? Ja. Die gehören mir! Nein! Gib sie mir! Nein, lass los! Die gehören mir! Nein! Lass es! Wo sind Jay, gib es das mir. Projekt gehört nein. Ihnen. Und die Stelle natürlich auch. Danke, Sir. Und nein. Der Wein ist wirklich okay? Nun, vielleicht war es die Prise Salz.